Fünf Wochen vor den Olympischen Spielen schauen wir uns mal in China um, damit Sie sich ein Bild machen können von einem Land, von dem man zwar viel hört, in dem aber die wenigsten tatsächlich schon mal gewesen sind. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt zweifellos die chinesische Mauer. Wohl das einzige Bauwerk, das man mit bloßem Auge aus dem Weltraum sehen kann. Ob das stimmt, wird heute hoffentlich unser Reporter Johannes Hanow klären können. Er befindet sich heute auf dem Wahrzeichen des Landes, der chinesischen Mauer. Unglaubliche 6.350 Kilometer ist das Bauwerk lang. Mal sehen, auf welchem Kilometer sich Johannes Hanow befindet. Guten Morgen. Na ja, gut, also wir sehen Gebüsch, noch keine Mauer. Wo ist er denn? Ja, wir müssen uns hier ein bisschen durchschlagen hier. Hier bin ich. Wir müssen uns ein bisschen durchschlagen durchs Gebüsch. Wir haben uns nämlich gedacht, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, live aus China zu berichten, dann müssen wir unbedingt an einen ganz besonderen Ort gehen, an einen wunderbaren Ort, an einen Ort, den viele Menschen kennen und dann doch auch wieder nicht kennen. Das habe ich gerade schon gehört. Sie haben ein paar Sachen gesagt, die so nicht richtig sind, aber das werden wir gleich erfahren. Wir stehen hier also an der Mauer. Sie sind ungefähr 9000 Kilometer alle weiter zu Hause in ihren Wohnzimmern, sitzen vor dem Fernseher. Wir sind hier an der Mauer, sind ein bisschen stolz darauf, dass wir das überhaupt geschafft haben, denn wir mussten unglaublich viele Kabel verlegen. Und jetzt müssen wir auch erstmal auf die Mauer raufgehen und dann werden wir ein bisschen weiter erzählen. Da muss der Kameramann aber umbauen und so lange wird Ihnen Jessica Bagusche erstmal kurz ein bisschen Eindruck geben über das, was wir gleich sehen werden. Sie ist das nationale Symbol Chinas, die große Mauer. Tausende von Kilometern windet sie sich wie ein schlafender Drache über Hügel und durch Täler. Zahlreiche Legenden ranken sich um das gigantische Bauwerk. Doch an vielen Stellen nagt der Zahn der Zeit. In der Wüste kann man ihren Verlauf teilweise nur noch erahnen. Am bekanntesten, am besten erhalten und aufwendig restauriert die Teile der Ming-Dynastie. Sie werden heute von Heerscharen von Touristen heimgesucht. So, und wir sind jetzt an der großen Mauer. Bei mir ist David Spindler. David Spindler ist der Mauerexperte weltweit. Es gibt keinen anderen, keinen besseren. David, warum gibt es keine chinesischen Mauerexperten? Why are there only a few or no Chinese experts on the wall? Es gibt nur ganz wenige chinesische Experten zur Mauer. Vielleicht deswegen, weil sehr viele. Wir werden jetzt gerade gestört. Was ist hier? Wir haben alle Genehmigungen. Keiner will jetzt mehr, dass wir hier drehen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Aber das ist leider so in China. Wir haben alle Genehmigungen gehabt. Warum ist das jetzt? Sie halten die Hand davor das Bild. Wir wissen nicht, was los ist. Shigawenti. Sie sehen, so einfach ist es nicht, in China live zu berichten, aber hoffentlich in einer Stunde wieder mehr von Johannes Hanow.